Und wir verschwenden natürlich keine Zeit und machen direkt weiter mit dem 21. Part von Detroit Become Human. Ah, ist das alles spannend langsam. Weiter geht's. Markus. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Sie sehen Markus' Botschaft als Drohung. Er tat das Richtige. Das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Eine Konfrontation führt nirgendwo hin. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Simon er lebt starb noch. Für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Okay. Darauf habe ich lange gewartet. Sie will bestimmt wieder jemanden umbringen. Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Aber sind doch jetzt nicht sofort alle Androiden irgendwie verdächtig? Der Laden ist hier drüben. Da ist eine Drohne. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Oh Gott. Sichere das Gebiet. Ernsthaft? Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Seid ihr bei uns. Mensch auf Android. Eddie hat hier noch erfunden, oder? Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Oh Gott. Das wird sich jetzt ändern. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran.
Drohne. Schlecht. Nicht mit Funk irgendwie verbunden oder so? Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Ja. Wir werden es merken. Umwandeln. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Das ist doch ein Ryle. Du bist frei. Marcus! Frei. Okay. Müssen wir das jetzt mit allen Punkten hier machen? Oder? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Worauf warten wir noch? Ja, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig, eigentlich. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Gar nicht da rein. Muss ich das denn schon? Nein, Gott sei Dank. Wir brauchen. Eine Blockade für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Siehst du das Alarmsystem? Da ist ein Gitter hinter dem Glas.
Da kommt man nicht so leicht rein. Oha. Gefunden. Und reprogrammieren. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Auch nicht schlecht. Jetzt geht aber gar nichts mehr. Gut. Dann haben wir alles. So, jetzt stört uns keiner mehr. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Da bin ich aber gespannt jetzt. Das könnte gleich etwas lauter werden. Fährt übrigens von selbst, ne? Man muss nicht selber fahren. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Helft immer mit.
Ja. Einzigartigkeit, ne? Tu was. North, alles okay? Holen wir sie heraus. Sie nicht? Hatte, Leute, schnell, schnell, schnell. Ihr seid jetzt wie wir. Komm wieder, Markus. Markus Hitler. Mein Name ist Markus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Markus! Ich folge dir, Markus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Markus! Ich folge dir, Markus! Ich folge dir, Markus! Ich folge dir, Markus! Dann folgt mir! Markus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Noch eine. Friedlich. Die Monitore, Markus. Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Und ich will, dass sie verstehen, aber ich will keinen Krieg anfangen. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahl. Friedlich, Leute. Leverage.
Nein, ich wollte doch nicht klettern. Ihr müsst raus. Zerstören. Sieht aus wie ein André. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. Ja. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Weg hier. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, Magneto. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Ganz genau. Es sei denn, es geht nicht anders. Nee. Geht anders. Immer. Hier lang! Feuer! North! Getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? 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 La Polizia? Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Nein, Leute. Nicht mit mir.
musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Auge um Auge und die Welt wird blind. Ja. Ganz wir genau. Vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Das war auch der Polizist, den Connor gerettet hat, der von Connor gerettet wurde. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Es ist ein Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für uns? Selber schuld, würde ich sagen. Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Nein. Seid cool und die sind auch cool. Und dann ist alles cool. Ja. Ein friedlicher Protest. Nur das bringt was. Gewalt mit Gewalt ist nichts. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin.